Eigentlich wollten wir heute gar nicht fahren, sondern einfach einen Tag hier schön vor Anker verbringen. Aber ja, aufgrund der weiteren Route, die wir geplant hatten für dann den Dienstag, also den darauf folgenden Tag, haben wir uns jetzt überlegt, dass wir schon mal ein Stück die Biesbosch weiter hochfahren, bis kurz vor die Biesbosch-Schleuse und da festzumachen. Das ist nicht weit, dafür werden wir auch nicht lange brauchen. Aber wir tuckern einfach mal die paar Kilometer schon mal bis zum nächsten Halt. Da wollen wir gucken, ob wir an einem Steg festmachen können oder halt wieder ankern. Thank you.
unser Ziel für heute ist erreicht. Der Steg da vorne, das sieht sehr gut aus. Da ist noch jede Menge Platz. Wir würden natürlich ganz gerne jetzt vorne vor Kopf gehen, damit wir seitlich auch von Bord gehen können. Allerdings beim näher rankommen fällt uns auf, dass wir mit unserer Pandora ein kleines Problem kriegen. Und zwar ist der Steg so hoch, dass der über unser Schanzkleid gehen würde. Heißt, wir würden ja, mehr oder weniger darunter fahren und dann mit dem Aufbau da dran kommen. Wir haben ja keine Reling, wo wir dran unsere Fender dran festmachen könnten. Aber wir haben ja Glück, wir haben die Four dabei. Die ist etwas höher und die haben auch eine Reling. Die machen jetzt also dann als erstes fest. Wir gehen hier so ein bisschen in Wartestellung und warten, bis die festgemacht haben. Und dann setzen wir uns gleich langsam rückwärts in Bewegung, um dann im Grunde als Päckchen dann an die Four dran zu gehen. Vorbereitet habe ich alles, die Seile und die Fender sind alle da. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit noch zu filmen drumherum, denn wir müssen jetzt ein ganzes Stück rückwärts an die Four ran. Das Problem ist, beim Rückwärtsfahren dreht uns der Radeffekt mit dem Popöchen vom Steg weg. Heißt, Peter muss jetzt hier so ein bisschen hin und her rangieren und fahren und manövrieren und da habe ich ein bisschen Zeit und kann hier so ein bisschen wild in der Gegend rumfilmen. Ist ja auch mal ganz schön.